Leute, was soll ich sagen? Ein Traum. Oh, das ist so lecker. Mega geil, Leute. Mega geil. Hi zusammen. Wir machen heute etwas, was ich schon immer vorhatte und ich in Dubai nochmal dran erinnert wurde. Und Hamza meinte so, du musst das nachmachen. Aber das ist einfach ein Keks. Cookie, ne, Kiki? Einfach ein flacher Cookie mit richtig Eis. Richtig warm und heiß. Schokogeschmack? Boah, schon geil, ey. Ja, ganz ehrlich, 9,5 von 10, ganz oh, ehrlich. Oh, was? Ey, mach das mal nach, das ist wenn richtig geil. Wenn du sagst 9,5, dann ist es heftig. Mach das unbedingt mal. Und zwar ist das ein Riesencookie in einer Pfanne, gefüllt mit einer leckeren Creme. Ich nehme heute die Spekulos-Karamellcreme und on top nochmal Eis. Also richtig Foodporn, einfach etwas, was man sich gönnt. Und ich starte direkt und schreibe euch die ganz genauen Mengenangaben unten in die Infobox. Gar nicht lang fackeln, Kopf in den Nacken und loslegen. Das ist wie mein Lieblingsspruch bei schnellen Rezepten. So, da gebe ich jetzt einfach zerlassene Butter, habe ich in der Mikrowelle bei geringer Wattzahl gemacht, in meine große Schüssel. Da kommt brauner Zucker mit dazu, der schmeckt nämlich schön karamellig. Vanilleextrakt und Salz. Salz, da dürft ihr nicht drauf verzichten. Das macht den Geschmack einfach nochmal rund. Und dann verrühren wir das einfach kurz. So, jetzt in dem Moment denkt man sich vielleicht, mega flüssige Masse, wie soll daraus jemals ein Keks werden? Aber vertraut mir, Leute. Jetzt geben wir an der Stelle schon unsere Schokoladenchunks dazu. Ich nehme immer das, was ich in der Schublade habe. Ihr könntet auch Drops nehmen, ihr könnt auch einfach Kuvertüre feinhacken. Ich habe jetzt hier die Schokochunks in Vollmilch und Zartbitter. Da gebe ich jetzt aber noch nicht alles rein. Ich will nur, dass sich das jetzt erstmal gut verbindet. Und den Rest gebe ich später on top, weil das dann einfach auch optisch noch mal schick aussieht. Das Ganze noch mal kurz verrühren. Und ich muss sagen, es fühlt sich immer noch so komisch an zu sagen, ja, ich war ja in Dubai, weil ich eigentlich nie nach Dubai wollte. Und Hamza wollte halt immer unbedingt, das war halt sein Traum. Und ich habe gedacht, okay, komm, ich lass mich mal mitziehen. Ich finde, das war einmal schön zu sehen, aber ich müsste jetzt kein zweites Mal hin. Das ist so meine Meinung zu Dubai. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr Reisepläne habt und wohin es dann geht. Und ich verrühre in der Zwischenzeit Backpulver mit dem Mehl und, ganz wichtig, es ist ja eher ein amerikanisches Rezept, und da macht Cream of Tartar auch was mit der Konsistenz des Keks. Cream of Tartar ist Weinstein. Es gibt auch Weinstein-Backpulver im Supermarkt. Das ist nicht dasselbe, ist eine ganz andere Zusammensetzung. Und Weinstein kann man so vielseitig einsetzen. Ihr braucht doch nie viel davon. So eine Tüte hält echt ewig. Und ich wollte halt unbedingt, weil ich weiß, das ist auch sehr schwer zu finden im Supermarkt, das unbedingt im Shop aufnehmen. Und das gebe ich jetzt hier einfach noch mit rein. Ihr könnt es so vielseitig, Leute, ich könnte euch ein ganzes Video, ich glaube, ich mache euch ein ganzes Video darüber. Ihr könnt es bei der Reinigung anwenden. Dadurch wird Sahne steifer. Man könnte damit auch Früchte etc. säubern. Man kann damit, wenn ihr Obst blanchiert, damit es einfach die Farbe behält, könnte man Weinstein benutzen. Es ist so vielseitig und halt eben hier auch im Gebäck. Jetzt habe ich das einmal kurz vorab verrührt, gebe das einmal komplett mit rein und dann verbinden wir alles zu einer Masse. Ofen vorheizen, das ist so ein Blitzrezept, dass ich das vergessen habe. So, jetzt aber erstmal die Sachen rausholen. Kennt ihr diesen Gag, bei Ausländern sind immer 1000 Sachen im Ofen. Auf einmal kommt so ein Bügeleisen raus, Bügelbrett, ein Koffer, ein Staubsauger. Ich muss jetzt mal alles rausholen hier. Achso, jetzt habe ich gar nicht gesagt, bei wie viel Grad. 180 Grad Ober- und Unterhitze, der muss unbedingt vorgeheizt sein. So, jetzt könnt ihr euch entscheiden, welche Größe ihr nehmt. Also ihr braucht erstmal eine Pfanne, die Backofen geeignet ist. Ich habe jetzt einmal die 20er, die würde ich gerne benutzen, weil ich es gerne ein bisschen höher mag. Ihr könnt aber auch mit dem Rezept die 24er nehmen und dann ist es einfach ein bisschen flacher. Da braucht sie so ungefähr 20 bis 24 Minuten. Aber ihr müsst selber ein Auge drauf haben, dass es nicht zu dunkelbraun wird, weil dann ist es meistens schon zu trocken. Es darf ruhig noch goldbraun sein. Und hier braucht es auf jeden Fall, ich denke mal, so 8 bis 10 Minuten länger. Aber die genaue Backzeit blenden wir euch ja immer ein. So, und jetzt nehmen wir uns die Hälfte des Teiges mit den sauberen Fingern. Ist ja natürlich besser, wenn ihr eine Pfanne habt, die extrem gut beschichtet ist. Ja, ja, Schleichwerbung für meine Pfannen, aber hier brauche ich absolut gar kein Fett oder sonst was. Gib es einfach so rein, drück es flach an, gerne so ein bisschen am Rand entlang. Denn gleich kommt ja noch, das gab es in Dubai nicht übrigens, ich habe mir das Video extra nochmal angeguckt, war so ein bisschen enttäuscht, weil ich möchte gern innen drin auch noch die Spekulos-Füllung haben und drizzle später noch ein bisschen was oben drüber. Und meinen Spekulatius-Aufstrich könnt ihr am besten jetzt reingeben, wenn ihr ihn so ein bisschen erwärmt,
Der ist ja so, zeige ich euch mal die Konsistenz, eigentlich auch schon cremig, aber wenn ihr es bei ungefähr 600 Watt für 30 Sekunden in die Mikrowelle gibt, ohne Deckel, könnt ihr es einfach ganz einfach dosieren. Und nicht wundern, Leute, das hier ist das alte Design. Wir finden nämlich, dass es, also es schmeckt halt wirklich nach Spekulatius und Karamell und nicht rein nach Spekulatius. Daher haben wir es einfach nochmal abgeändert in Spekulos Caramel. Und das Design hat sich ein bisschen verändert. Und es ist keine Limited Edition mehr. Dieser kleine rote Punkt hier mit Limited Edition ist weg. Auf jeden Fall hat es geschafft, ins Dauersortiment zu kommen, weil ihr so verrückt danach seid. So, jetzt habe ich oben nochmal den Deckel zugemacht mit dem Cookie-Teig. Da könnt ihr einfach so fleckchenweise arbeiten und das dann vorsichtig zusammendrücken. Einfach damit jetzt die Spekulos-Füllung nicht austritt. Wenn sie austritt, ist es auch nicht schlimm, denn on top kommt ja eh nochmal was. Und jetzt könnt ihr, wie gesagt, nochmal die restlichen Drops oder Chunks oben drauf geben. Ich habe mich jetzt hier doch für runde entschieden, für oben drüber. Einfach für die Optik. So ein paar noch oben drauf, einfach damit man weiß, okay, uns erwartet da auf jeden Fall noch was Schokoladiges. Und dann kommt es in den Backofen. Da unbedingt darauf achten, dass ihr bei meinen Pfannen den Henkel abnimmt. Denn die Pfanne an sich ist Backofen geeignet, auch bis 300 Grad, mit Deckel bis 240 Grad, ihr wisst Bescheid. Aber einmal den Griff abnehmen. So, und jetzt kommt es in den Ofen und wir sehen uns gleich wieder. Also soll ich jetzt ehrlich sein? Ich bin ehrlich, ich habe gerade schon, weil wir ja erstmal mal die Fotos und Videos machen, so ein bisschen gesnackt und es ist so lecker. Aber ich muss jetzt hier nochmal verkosten. Es schmeckt warm und kalt. Ich habe es nämlich gerade warm probiert und noch kalt. Und mit Eis getoppt und natürlich nochmal der Spekulos-Karamellcreme getoppt. Das ist einfach, Leute, was soll ich euch sagen, ein Traum. Und bitte zählt keine Kalorien heute. Oh, das ist so lecker. Ich muss sagen, es kommt extrem dieser Spekulos-Geschmack durch. Wenn der nicht wäre, mir wäre es auch lecker, aber vielleicht ein bisschen langweilig. Ich finde, dieser Spekulos-Geschmack macht es einfach aus. Der ist ja auch im Teig verarbeitet und halt nochmal on top. Mega geil, Leute. Mega geil. Also ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt. Bin sehr glücklich und werde mir auf jeden Fall noch ein, zwei Schaufeln gönnen. Also bis dann. Tschüss.